And now please join me in welcoming Caleb for his talk BGP and the Rule of Custom. Du hörst gleich BGP und das Gewohnheitsrecht vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Flo und Ploy. Thank you. And, legen wir los. Danke, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Heute werde ich mit euch über das BGP-Protokoll sprechen. Es wird nicht eine technische Abhandlung, sondern ich will darüber sprechen, wie BGP menschliche Interaktionen formt. Ich möchte diesen Talk ziemlich zugänglich halten. Also wenn ihr mich erwischt, dass ich falsche Terminologie verwende, dann optimiere ich dabei nicht auf die Präzision und die Korrektheit der Aussage, sondern auf die Verständlichkeit fürs Publikum. Protokolle sind an ihrer Wurzel Governance-Systeme, Verwaltungssysteme. Und ich werde mich auf diese Interaktion, diese Verwaltung konzentrieren. Und während wir uns durch BGP bewegen, werde ich das von der Perspektive dieser Governance anschauen. Ich finde es nützlich, solche Systeme in institutionelle und familiäre Netzwerksysteme zu unterteilen. Und wenn ihr euch an Institutionen denkt, dann denkt Demokratie, Gesetze, Staaten, sowas, die durch Institutionen aufgehalten werden. Und wenn ihr an Netzwerke denkt, dann denkt an Familie, Reputation, gegenseitigen Respekt. Das sind Darstellungen eines Network-Governance-Models. Und das sind die wertvollen Werte für BGP. Und ich werde darüber sprechen, dass beide Modelle wichtig sind und beide an verschiedenen Stellen genutzt werden sollten, da wo sie sich am besten eignen. Aber zuerst fangen wir mal damit an, wo BGP herkommt. Das Jahr war 1991 und es gab ein Kirk Lockheed und Jakob Rechte, die hatten ein Mittagessen. Und damals war das das Internet, das NSF-Net, stand vor dem Kollaps. Und es hatte riesigen Wachstum erlebt. Das EGP-Protokoll konnte nicht länger funktionieren. Und während dieses Mittagessens definierten sie ein neues Protokoll, ein Zwei-Servietten-Protokoll, das sie so nannten, und schrieben das auf zwei Servietten nieder. Etwas, das man über BGP zu dieser Zeit verstehen muss, ist, dass es damals das sogenannte Internet ein komisches anarchistisches Experiment war. Die richtigen Netzwerke brauchten erwachsene Protokolle wie X25. Die auf dem Protokoll-Level festmachten, dass die Daten am Zielort ankamen. Am anderen Ende, das Internetprotokoll war ein sogenanntes Best-Effort-Protokoll. Das heißt, Pakete konnten kaputt oder gar nicht erst am Ende ankommen. Computer im Internet nutzten oftmals das TCP-Protokoll, um sicherzustellen, dass verlorene Pakete ersetzt wurden. Aber dieses TCP ist nicht ein Teil des Internetprotokolls selbst, sondern eine Applikation, die dort drauf läuft. Und damals sagte man auch TCP/IP zu solchen Verbindungen, weil die Anforderung damals war, dass jedes Netzwerk verlässliche Verbindungen abbilden kann. Die Brillanz der Einfachheit dieses Internetprotokolls gegenüber anderen kann nicht überbetont werden. Das verglichen beispielsweise mit dem Protokoll in Telefonnetzwerken, das dort verwendete Protokoll ist derart unglaublich komplex, dass es Telefonfirmen dazu bekommt, dass sie zu Monopolen werden, sich zentralisieren. Zum Beispiel das SONET-Protokoll, das von den amerikanischen Telefonfirmen verwendet wird. Das setzt synchronisierte Atomuhren voraus in den Routern, damit die Nachricht von einem Router zum nächsten gehen kann. Und im Gegensatz dazu, die Einfachheit von IP und die einfache politische Zugänglichkeit von BGP ermöglicht es praktisch jedem, ein Netzwerkoperator zu werden. Also, was ist eigentlich dieses BGP? BGP ist ein Protokoll, das jeder Internetrouter benutzt, um mit anderen Routern zu sprechen, wenn er über eine Organisation
Grenze hinausgeht. Innerhalb des Netzwerkes können die Router miteinander sprechen, wie sie wollen, aber wenn es außerhalb dieser Organisationsgrenze geht, dann muss die Kommunikation des Routing-Protokolls BGP sein. Und BGP enthält zwei Typen von Identifiern, und zwar IP-Adressen, um die man sich bewerben muss, und die weniger gut bekannten AS-Nummern. Jeder Netzwerkprovider besitzt eine AS-Nummer. Sowohl IP-Adressen als auch AS-Nummern werden durch ICANN über die jeweiligen regionalen Registrare verteilt. Und autonome Systeme sind Netzwerkbetreiber wie ein Hoster oder ein ISP. Und wer eine solche AS-Nummer besitzt, der kann als Gleicher mit allen anderen Netzwerkoperatoren sprechen. Das heißt auch, wer mit einem anderen Netzwerkoperator sprechen will, dann ist diese Verbindung von einem AS zum nächsten öffentlich einsehbar. Und das ist eine sehr große Änderung. Das ist anders als das andere Protokolle, ein Mesh-Protokoll. Und das hat dazu geführt, es hat die Imperative zu peeren hergestellt. Was bedeutet das? Sagen wir, du und ich sind je ein mittelgroßer Netzwerkoperator. Meine Kunden wollen mit deinen sprechen und deine wollen mit meinen sprechen. Aber als mittelgroße Netzwerkoperatoren müssen wir beide Internetzugang kaufen von jemand Größerem, von einem Upstream-Provider. Wenn nun meine Kunden Websites von deinen Kunden angucken wollen, dann muss ich normalerweise diese Anfragen erhalten, sie meinem Upstream-Provider geben, der sie dann dir runtergibt und so weiter. Aber weil wir beide für diesen Uplink zahlen, zahlen wir beide für diesen Traffic. Nun, wenn du und ich einen Router im selben Datencenter haben, dann können wir einfach ein Kabel durch diesen Raum verlegen und können mit BGP den Traffic direkt zwischen dir und mir durchführen. Das ist viel effizienter. Nun ist es sehr wichtig zu verstehen, dass Peering bedeutet, du und deine Kunden werden direkt mit mir und meinen Kunden sprechen. Was es nicht heißt, ist, dass du mich benutzen kannst, um mit meinen Peers oder mit den Peers meiner Peers oder mit meinem Upstream zu sprechen. Dafür müsstest du mein Kunde sein. Peering hat diese Begrenzung. Es ist normalerweise ein Vorteil für beide, einfach Peers zu sein. Und normalerweise ist es auch kostenlos. Normalerweise funktioniert es sogar ohne einen Papiervertrag. Beide stimmen einfach zu, ja, stimmt, ziehen wir ein Kabel. In diesem Szenario stimmen nur beide zu, wir brauchen keinen Upstream-Provider. Aber wie funktioniert das? Es muss irgendwen am Ende geben. Und das sind eine Serie von Providern, die Tier-1-Provider. In diesem Bild hier haben wir weiße Linien, die Peering-Verträge darstellen und rote Linien, die Kundenverträge anzeigen. Und die blauen Boxen oben sind die Tier-1-Provider, die mit jedem über ein Peering-Verhältnis kommunizieren können oder als Kunden. Sie sind nirgendwo Kunden, aber sie müssen natürlich ihre riesigen Glasfasernetzwerke unterhalten, die sie dann, die ihnen die globale Erreichbarkeit geben. Was ihr auch seht, sind interessante Verbindungen. Was man sein kann, ist gleichzeitig Kunde und Peer. Und man kann auch mehrere Upstream-Provider haben. Aber mit den Tier-1-Providern gibt es so ein bisschen Politik, weil Tier-1-Provider zögerlich peeren mit Tier-2 und tieferen Providern, weil die ja sonst Kunden werden könnten. Ein Peering zwischen Tier-1-Providern ist damit also ein schwieriges Biest und basiert immer so ein bisschen auf dem Austausch der Leistung. Weiter unten ist das einfacher. Tier-2-Provider peeren gerne unter sich. Das Phänomen nennt man dann auch Donut-Peering, weil immer mehr
Teilnehmer einen Kreis um die Tier 1 formen und dort miteinander sprechen. Und wo dort das Telefonnetzwerk mit seinen synchronisierten Atomuhren eine Monopolstellung gemacht hat, funktioniert es im Internet genau umgekehrt. Die Tier-2-Provider sprechen miteinander und immer direkter. Und faszinierend daran ist, es funktioniert unglaublich gut, während es praktisch uneingeschränkte Redefreiheit gewährleistet. Das hier ist eine Grafik der Spam-Rate aller E-Mails. Das ist faszinierend, weil wenn ihr euch überlegt, wie ein schlechtes Protokoll E-Mail ist, es ist eigentlich ein Push-Protokoll mit unlimitierter Redefreiheit. Alles, was ihr tun müsst, ist aufs Internet zu kommen, einen Mail-Server aufzusetzen und ihr könnt mit jedem sprechen. Es ist magisch. Diese Prozentzahl sollte eigentlich über 99% sein, aber die ist es nicht. Aber ja, E-Mail ist ein altes und sehr oft verwendetes Protokoll. Und die Netzwerkoperatoren haben es ein Sonderfall gemacht. E-Mail ist ein Sonderfall, wo, wenn man damit rumspielt, man aus dem ganzen Internet geworfen werden kann. Selbst wenn man ein Netzwerkoperator ist mit Peers und allem drum und dran, kann man aus dem Internet geworfen werden, wenn man mit Mail rumspielt. Ich werde nun erklären, wie das Ganze funktioniert, und ich möchte dabei, dass ihr euch verschiedene Akteuren in diesem Internet vorstellt. Es gibt viele verschiedene Akteuren, und ich habe hier versucht, sie in vier Kategorien zu unterteilen, dass die Situation einfacher machen sollte. Es gibt Kunden, Provider, Netzwerkoperatoren und die Bürger werden. Ein Kunde ist jemand wie ich. Ich bekomme die IP-Adresse von meinem Provider, entweder zu Hause oder von meinem Webhosting-Provider. Sie gehört nicht mir, sie ist nicht mit meinem Namen angeschrieben, und der Provider kann sie zurücknehmen, wenn ich aufhöre, bei ihnen Kunde zu sein. Das heißt auch, ich habe ziemlich viel Anonymität. Ich bin nicht da draußen, ich suche nicht nach Peers. Mein Provider kennt mich und niemand sonst muss wissen, wer hinter dieser IP-Adresse steckt. Aber mein Provider kann auch meinen Zugang zum Internet ganz einfach ausschalten. Aber gleichzeitig kann ich auch selbst wählen, welchen Provider ich verwenden möchte. Naja, Monopole ausgeschlossen. Provider als nächstes sind nicht anonym. Die haben Verbindungen zu Netzwerkoperatoren, zu ihren Kunden. Sie müssen ihre Kunden glücklich machen. Die sind im öffentlichen Auge. Sie haben auch Motivation, dass sie nicht offensichtlich betrügerisch wirken, keinen schlechten Service betreiben und wenn, dann nur beides gleichzeitig. Sie sollten auch ein gutes Verhältnis mit Netzwerkoperatoren haben, weil wenn sie von allen gehasst werden, kriegen sie keinen Internetzugang. Provider haben eigene IP-Adressen, die sie von Internet-Registries bekommen, und sie können mit mehr Netzwerkoperatoren verbunden sein, einschließlich, dass sie Peerings mit anderen Providern haben können. Normalerweise halten sie das aber relativ simpel. Und ihre Peers und ihre Provider sind öffentlich bekannt, weil sie eben öffentlich sichtbar sind. Netzwerkoperatoren sind ein bisschen wie Provider. Sie liefern eine Dienstleistung, aber im Großen und Ganzen wollen sie rohen, ungefilterten Internetzugriff an große Entitäten verteilen. Die sind gar nicht anonym, sie haben viele Peering-Abkommen und alle diese Verbindungen sind, wie ich gesagt habe, transparent, weil so BGP funktioniert. Und sie haben starken Druck, Peers zu finden. Wenn sie das nicht können, dann müssen sie für ihren ganzen Traffic zahlen, können sie den aus dem Markt rausquetschen. Sie haben auch Macht. Sie können das Peering anderen verweigern und sie können Kunden verweigern. Und das Letzte sind Bürgerwehren im Internet wie Team Cimbro und Spamhaus.
die ihre Zeit damit verbringen, Licht in die dunklen Ecken des Internets zu werfen. Und sie sind, einige ihrer Mitglieder können anonym sein. Sie haben teilweise auch eigene AS-Nummern. Sie haben Listen von AS-Nummern, die sie auf einer Blacklist sehen. Von Spammern zum Beispiel. Sie haben keine direkte Macht, aber ihre Macht kommt daher, dass sie nützliche Daten liefern. Und sie können ihre Arbeit machen, weil sie auf die Transparenz der Network Operators und Provider aufbauen, die sie über BGP haben. Jetzt werde ich über zwei Provider sprechen, Mercolo und PRQ. But tellingly, one of them still remains with us, and the other one is long gone. Wir haben keinen Ton mehr in der Übersetzerkabine. Hallo, wir haben keinen Saalton mehr. Könnt ihr mal nachschauen? Student named Nicola Mercolo, and it thrived for 4 years before being taken down. Ist das was? Regie, Audio Op. Da ist irgendwie anders angeschrieben. Fuck. Hallo? Wir haben keinen Saalton mehr in der Übersetzerkabine. Könnte mal jemand nachschauen? And in November of 2008, the Washington Post gathered some damning evidence that Mercolo was a hosting provider mostly interested in providing service for spammers. What's interesting is that rather than send this evidence to the police, they sent it to Mercolo's network operators. Like many providers, Mercolo bought internet access from two major network operators. In this case, it was Hurricane Electric and Global Crossing. Okay, wir haben wieder einigermaßen Ton. Hurricane and Global Crossing were given this information from the Washington Post. They voluntarily chose to abruptly cease doing business with Mercolo, and the provider was caught off guard, and it and all of its customers went offline. Here's the global volume of spam, which dropped that day by as much as 75%. Needless to say, no other network provider was ready to begin selling service to Mercolo, and their business crumbled. Now, PRQ is in some ways similar to Mercolo. Hey! And in some ways, they're quite different. PRQ was founded by two Swedish guys known in BitTorrent circles as Anacata and Tiemo, and they provide what I call last resort hosting. They've hosted highly controversial websites such as WikiLeaks, but they're probably best known for hosting the Pirate Bay. The Pirate Bay stands out as probably one of the most famous websites to publicly force. Nun sprechen wir über PRQ. Das ist ein ähnlicher Fall wie Mercolo. Going to the extent of actually publishing abuse complaints along with their sarcastic ziemlich anders. Zwei Schweden, die the Pirate Bay betrieben haben, die haben Last Resort Hosting betrieben für WikiLeaks zum Beispiel. Und am besten bekannt sind sie für the Pirate Bay. Und the Pirate Bay ist wahrscheinlich die bekannteste Webseite, die sich mit Copyright rumgeschlagen hat. Sie haben sogar Abuse-Meldungen öffentlich publiziert und ihre Antworten drauf. Das ist etwas, das die Copyright-Industrie bis zu diesem Zeitpunkt nie gesehen hat. Irgendwelche Anwälte sind sich nicht gewohnt, Antworten zu erhalten wie "Fickt euch doch". Die ganzen Gründer haben sich mehrmals einige Zeit im Knast verbracht und die Daten, die Rechenzentren wurden mehrmals von der Polizei besucht. Aber wir sehen im BGP, wie das Mercolo verschwunden ist und Pirate Bay weiterhin lebt und ist sogar eine kulturelle Institution. Und wir haben auch festgestellt, dass anders als Mercolo, The Pirate Bay nie Probleme mit den Netzwerkoperatoren hatte. Das heißt, eine der fundamentalen Werte des Internets ist es, dass die Netzwerkprovider für die moralischen Aktionen ihrer Peers verantwortlich sind, nicht für die juristischen. Also, was wir hier mitnehmen können, ist, kürzlich gab es viel Arbeit zu föderierten sozialen Netzwerkprotokollen. Ich bin sicher, einige von euch werden in der Entwicklung davon mitmachen.
Aber viele von euch werden einfach entscheiden, welche Technologie ihr übernehmen wollt. Und bitte denkt an die politische Identität dieser Protokolle oder halt die ihr für euch auswählt. Also wie viele Dinge sind Kommunikationssysteme definiert, vor allem durch, was sie abweisen. Also zum Beispiel Pakete, die größer sind als 1500 Bytes oder Nazi-Propaganda. In einem Protokoll gibt es drei wichtige Wege, wie diese Regeln festgelegt werden können. Das eine ist, was hardcoded ist im Code der Software. Also hardcoded Regeln können zum Beispiel erweitert werden durch Kryptographie, wie zum Beispiel oder durch Blockchains. Also hardcoded Regeln sind ein perfektes Beispiel von institutioneller Governance. Die können ziemlich fair sein, weil der Code für alle gleich ist. Also für Dinge, die wir als grundsätzliches Menschenrecht anschauen, wie zum Beispiel Privatsphäre, kann Hardcoding eine sehr gute Lösung sein. Aber diese festen Regeln haben auch Nachteile. Also theoretisch könnte zum Beispiel eine Cryptocurrency, die auf dem libertären Vertrag basiert, hatte ein Problem, als ein ganz, ganz grundsätzliches Problem in der Software gefunden wurde und alles Geld gestohlen werden konnte. Und Ethereum, für die das nicht verfolgt haben, musste hardforked werden, um das Geld zu retten. Also natürlich, obwohl die Community da mitgemacht hat das halt ziemlich einen Image-Schaden bei Ethereum zur Folge. Also das zeigt uns, dass es hier auch Probleme gibt. Der zweite Ansatz ist eine zentrale Autorität, also halt zum Beispiel so wie Domain-Names oder IP-Adressen oder ISNs vergeben werden im Internet. Das Internet ist so das Vorzeigebeispiel von institutioneller Governance, weil also so eine zentrale Autorität ist eigentlich relativ fair. Und sie kann insbesondere einzelnen Unterschieden Rechnung tragen der unterschiedlichen Teilnehmer. Das kann hardcoded Regeln nicht. Aber man hat hier genauso auch das Problem von Kaltheit und Bürokratie. Und es ist auch sehr schwer, eine zentrale Autorität zu machen, ohne unfair einigen zu viel Macht zu geben. Der dritte Ansatz sind Netzwerke von Kunden. Also Netzwerkprovider und BGP machen das halt so für E-Mail-Spam, um den aus dem Internet fernzuhalten. Das ist die humanste Art von Governance. Soziale Normen werden von Freund zu Freund weitergegeben, anstelle von, dass von oben herab Regeln aufgedrückt werden. Netzwerkähnliche Systeme sieht man in Familien und in Königreichen und auch im Internet. Aber in elektronischen Netzwerken können wir halt uns auswählen, mit wem wir assoziiert sind. Netzwerke haben aber auch einen Nachteil. Sie sind nicht egalitär in irgendeiner Form. Die einen in Mitte des Netzwerks sind halt einfach viel mächtiger als die am Rand. Und die Regeln wurden halt genauso wie früher Gesetze unterschiedlich angewandt worden, abhängig von wo sie herkamen oder wie sie gekleidet sind. Und dann kam das Rule of Law, also halt ein anderer Ansatz über wie Regierungen funktionieren, wurde als besser bezeichnet. Und hier im Netzwerk, diese Ungleichheit bei der Netzwerkregel schien halt inakzeptabel. Aber dieses Gewohnheitsrecht von BGP ist was anderes. BGP ist transparent und man weiß, wer mit wem verknüpft ist. Und man weiß, wer die bösen Teilnehmer beschützt. Und wir wissen, wir finden Dystopien überall, wo halt Macht ohne Transparenz da ist. Also wie zum Beispiel halt bei Closed Source Code oder bei Mafias oder bei feudalen Systemen. Und die Essenz von BGP ist halt bei zentraler Autorität in Netzwerken, also heißt es, dass Macht und Geheimniskrämerei nicht gut zusammengehen. Und zum Abschluss
Ich hoffe, dass ihr jetzt rausgeht und Protokolle und Systeme baut, die alles übertreffen, was wir bisher haben. Und um das zu machen, müsst ihr halt die Vergangenheit anschauen und schauen, welche Protokolle sehr erfolgreich waren und findet heraus, wieso die funktioniert haben. Schaut auch die an, die nicht funktioniert haben und gestorben sind. Thank you, Caleb. Und haltet die Dinge einfach. Ich habe selber auch schon Software geschrieben und habe auf die harte Tour gelernt, dass Komplexität der Feind von Verbreitung ist. Also vielleicht sollten wir alle unsere Protokolle auf Servietten skizzieren. Danke. Microphone number one, please. Hello, I'm Mem from Sweden. Danke, Caleb. Wir haben noch einige Minuten für Fragen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Hier gibt es 4 Mikrofone. Bitte geh noch nicht raus, bevor der Tag vorbei ist. Es ist 5 Minuten, das haltet ihr aus. Also, Mikrofon Nummer 1. Hallo, ich bin Mem von Schweden. Ich habe den Tag sehr gemocht und einen Überblick zu erhalten über das Thema. Ich dachte, es war größtenteils richtig. Ich glaube, die Arbeit bei BGP und DNS haben nichts mit ICANN zu tun, aber du hast denen irgendwie mehr Macht gegeben. Also die sind nicht so mächtig, wie du das beschreibst. Also ich meine, bei DNS haben sie einen Vertrag mit der IANA für Domain Names und das macht sie für die Community und die IETF zum Beispiel und andere Stakeholder-Organisationen. Also die haben nur die Macht über neue Top-Level-Domains. Also nicht über sowas wie .com oder .se in Schweden oder .ch oder halt bei der Pirate Bay ICANN hat da nichts damit zu tun. Also, nee, das ist keine Frage. Ich wollte nur was sagen. Oh, ja, also lass bitte jemand anderen ran. Mikrofon Nummer 2. Danke. Danke für deinen Vortrag. Was ist eigentlich der Grund, dass gewisse legale Dinge toleriert werden und andere Dinge wie zum Beispiel Kindesmissbrauch werden nicht toleriert? Das ist eine gute Frage. Am Ende läuft es auf Folgendes hinaus. Was ist eigentlich sozial akzeptiert und was nicht? Also wieso ist eine bestimmte Aktivität, eine illegale Aktivität wie ein Joint draußen zu rauchen? In der Regel gibt es keine Probleme mit der Polizei, aber halt jemand umbringen macht dir Probleme. Also es ist einfach eine Frage, was ist sozial akzeptiert bei den Leuten um dich herum und um diese herum? Und bei ISPs, wenn jemand peert mit Leuten, die mit Pirate Bay assoziiert sind, dann haben halt einige das Gefühl, ich denke, das ist kein Problem. Andere haben vielleicht eher das Gefühl, dass sie das als Problem sehen. Mikrofon Nummer 1. Wieso denkst du, dass Netzwerkbetreiber sind moral verantwortlich, aber rechtlich nicht verantwortlich für die Inhalte, die sie anbieten? Oder wieso funktioniert das bei Netzwerkbetreibern, aber nicht bei sozialen Medien? Also wenn ich dich verstehe, fragst du, wieso ist Twitter immer noch ein Haufen Scheiße? Also folgendermaßen. Twitter ist halt im Prinzip institutionelle Governance. Twitter sagt, wir haben hier die Macht und also auf einem Netzwerk Governance System haben sie ein institutionales Government System gebaut. Und also es ist halt so ähnlich wie in der Realschule, einfach ganz schlimm. Also ich glaube, ich sollte hier wohl Werbung für Mastodon machen. Also das ist zum Beispiel ein System, das föderiert ist und halt das, also sieht nicht ganz so aus wie BGP, aber wohl in 5 Jahren schon.
with rogue countries or someone else harnessing IP blocks and like. Okay, noch eine Frage. Hallo, danke, dass du über BGP gesprochen hast. Also, ich weiß viel über BGP, wollte ich die folgende Frage stellen. Ich sehe als BGP als ein relativ statisches Protokoll, also es ist nicht viel weiter gegangen als auf diesen zwei Servietten, die du gesagt hast, auf der Ebene von ganzen Ländern, die halt IP-Blöcke nehmen und den Traffic Sync holen von Google oder Facebook. Könntest du dir einen Weg vorstellen, wie man BGP nutzen kann, um dieses Problem zu lösen oder vielleicht ein anderes dezentralisiertes Protokoll? Ja, also Filter. Also ich selbst weiß nicht so viel über BGP, aber ich weiß, dass gewisse Leute halt Filter machen aus den Daten aus der Whist-Datenbank. Also da steht halt, ja, ich darf das announcen.